Liebe Synodale, die Laienuni Theologie wünscht Ihnen einen wunderbaren Morgen. Wir freuen uns, dass wir Sie heute mit einem geistlichen Impuls zu Psalm 1 in den Tag begleiten dürfen. Und wir tun dies im Namen Gottes, Quelle aller Lebendigkeit, im Namen Jesu Christi, Grund und Freude unserer Gemeinschaft und im Namen des Heiligen Geistes, inspirierender Kraft für Herz und Kopf, Hand und Mund. Glücklich sind die Frau, der Mann, die ihre Lust an der Weisung Gottes haben und diese Weisung murmeln Tag und Nacht. Wie Bäume werden sie sein, gepflanzt an Wasserläufen, die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit. Und ihr Laub welkt nicht. Was immer sie anfangen, führt zum Ziel. Alle 3 Jahre wieder ist es soweit. Sie kommen von Norden und Süden, von Osten und Westen, aus der Ekir und manchmal auch aus anderen Landeskirchen. Es sind PredikantInnen und PresbyterInnen, Menschen, die haupt- und ehrenamtlich bei Kirche und Diakonie arbeiten oder Menschen, die gar nichts mit Kirche zu tun haben und sich in klassischer Gemeindearbeit schon längst nicht mehr wiederfinden. Ihr Ziel ist die Laienuni Theologie. 3 Jahre lang werden Sie sich auf eine wilde Reise durch die Theologie begeben. Dabei geht es um die hebräische Bibel, um das Neue Testament, um Kirchengeschichte und um systematische Theologie. 60 Termine mit inspirierenden Lehrenden von der KIHO in Wuppertal genauso wie von den Unis in Bonn, Bern oder Tübingen. Ein Irrsinnsprojekt, sagen Sie jetzt vielleicht. Ob das klappt? Genau das, was wir brauchen, sagen die Teilnehmenden der Laienuni Theologie und füllen seit 30 Jahren, so lange gibt es die Laienuni nämlich schon, die Kurse. Warum habe ich mich für die Laienuni Theologie entschieden? Aus Neugier. Aus Neugier am theologischen Wissen. Um Tradiertes zu hinterfragen, ja, und um auch mich selbst vielleicht zu hinterfragen. Es war die Suche nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung, die über herkömmliche Bibelarbeiten oder einen Glaubenskurs hinausgeht. Vor ein paar Jahren habe ich den Basiskurs Theologie besucht, der für die Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes angeboten wurde. Das waren mehrere Module und die waren super spannend und haben mich sehr interessiert, mir viel Freude bereitet. Aber es gab den einen Moment, an dem mein Kinderglaube, den ich bis dahin hatte, zerstört wurde. Aber genau das hat mein Interesse an Theologie geweckt und deshalb habe ich mich zur Laienuni angemeldet. Die Laienuni bietet theologisches Schwarzbrot. Es schmeckt gut, man muss viel kauen und es hält lange an. Am Anfang eines jeden Laienuni-Kurses steht eine Andacht. Und immer geht es um den Text aus Psalm 1, den Sie gerade gehört haben. Psalm 1, das Tor ins Buch der Psalmen. Und ein prima Text für theologische AnfängerInnen, weil er eine Art Wegweisung ist für die Arbeit in der Laienuni-Theologie und fürs Theologietreiben überhaupt. Was sagt uns dieser Text über theologische Lernwege und über Lehrende und Lernende? Psalm 1 beginnt mit einer Überraschung. Es geht los mit einem ganz profanen Glückwunsch, nicht etwa mit einem Gebet. Herzlichen Glückwunsch! Hoch soll der Mann leben, der Frau ist zu gratulieren, glücklich dran sind alle die... Das ist ja schon mal nicht schlecht, eine Fortbildung mit einem Glückwunsch zu starten und den Teilnehmenden zu gratulieren, dass sie einen Glücksweg beschreiten. Wichtig,
Es geht dabei nicht um individuelle Glücksmomente. Es geht ums Ganze und ums Grundsätzliche. Theologie macht glücklich. Das ist die steile These dieses Textes, der die Teilnehmenden der Laienuni Theologie natürlich sofort zustimmen können. Wie macht die Laienuni Theologie glücklich? Die Laienuni ist ein geschützter Raum, in dem dazu eingeladen wird, kontrovers zu diskutieren, Standpunkte zu formulieren und Meinungen und Positionen herauszuarbeiten. Dabei findet die Begegnung jederzeit auf Augenhöhe statt. Und so bin ich nach jedem Laienuni-Termin tatsächlich sehr erfüllt und auch immer ein bisschen froher nach Hause gefahren. Ich werde Mitdenkende und Mitwissende in einer großartigen Gemeinschaft und nehme diese Sicherheit als Christin mit in meinen Alltag. Das ist mein Weg in Gottes Nähe. Psalm 1 sagt, dass viererlei dazugehört zu diesem theologischen Glücksweg. Als erstes erfahren wir, zum Lernen und zum Lehren übrigens auch, gehört Lust, also Neugier, Vergnügen, Genuss. Zweitens ist das Ganze eine total fordernde Angelegenheit. Tag und Nacht kann man natürlich als Aussage über die Arbeitszeiten bei der Laienuni Theologie lesen, aber es geht hier um mehr, um Theologie als Leidenschaft, die das ganze Leben umfasst und den ganzen Menschen mit Herz und Hirn. Und dann ist die Rede davon, dass man die Weisung Gottes murmeln soll. Das meint sprechen, schmecken, kauen, verinnerlichen, sich zu eigen machen. Es geht um den Glauben, der das Verstehen sucht. Drittens wird, wer sich an diesem Projekt beteiligt, Teil von etwas Größerem. Wer beginnt, Theologie zu treiben, wird Teil der Gemeinschaft all derer, die den lebendigen Gott, die Ewige, zur Sprache bringen. Egal wann oder wo. Dazu gehört die Lehr- und Lerntradition jüdischer Rabbinen, genauso dazu wie Origenes und Augustin, Melanchthon und Hildegard von Bingen, Karl Barth und Dorothee Sölle. Und viertens steckt dahinter ein aufregendes didaktisches Konzept. Hier ist nicht die Rede davon, dass Wissende Unwissende belehren oder die Rede von einer Hierarchie des Wissens, sondern es geht um Lehre und Lernen auf Augenhöhe. Darum geht es, dass die Teilnehmenden eigene Worte finden, Stück für Stück immer sprachfähiger werden. Und dann am Ende dieses Textes dieses hinreißende Bild. Wer sich auf diesen Weg einlässt, sich für ihn entscheidet, wird wie ein Baum. Aus der Konzentration auf Texte, Begriffe, historische Zusammenhänge, theologische Konzepte wächst etwas Lebendiges. Ein tief verwurzelter, wohlbewässerter, immergrüner Baum. Wie gesagt, ein schönes Bild. Aber was soll das heißen, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Was soll das heißen, wenn wir diesen Text tatsächlich als Wegweisung fürs Theologietreiben verstehen wollen? Warum braucht die Rheinische Kirche solche Projekte wie die Laienuni Theologie? Ich arbeite im Landeskirchenamt und befasse mich dabei nur am Rande mit Theologie. Die Laienuni hilft mir zu verstehen, warum ich jeden Tag zur Arbeit gehe und warum meine Arbeit Sinn macht. Gleichzeitig entwickle ich mich dabei auch persönlich weiter. Kirche bleibt nur lebendig, wenn sie von begeisterten und mündigen Menschen getragen wird. Wir wollen und müssen wissen, wo unsere Glaubensgrundsätze herkommen und wo Theologie aktuell steht. Als Kirche schielen wir immer nach denen, die nicht da sind, die kommen sollen. Laienuni ist Sorge für die, die da sind und bleiben wollen. Die müssen wir sprachfähig machen. Glücklich sind die Frau, glücklich der Mann, die ihre Lust haben an der Weisung Gottes. Was immer sie anfangen, führt zum Ziel. Ist Psalm 1 also ein Plädoyer für theologische Bildung? Wenn Sie jetzt sagen, man kann den Text doch auch ganz anders lesen
Und außerdem müsste man viel differenzierter definieren, was denn Theologie eigentlich ist und was wir mit Bildung meinen. Haben Sie erstens natürlich recht und zweitens sind Sie, vielleicht haben Sie es gar nicht gemerkt, schon dabei, Theologie zu treiben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie dabei werden wie ein Baum und reiche Frucht tragen. Und seien Sie glücklich. Und so lasst uns Gott danken mit alten Bildern in neuen Worten aus Psalm 1. Danke Gott, denn jeden Tag können wir alle zueinander sagen, herzlichen Glückwunsch zu unserer Mitgliedschaft in Gottes Murmelgemeinschaft. Denn für uns ist deine Weisung, Gott, die allergrößte Freude. Wir können nicht aufhören, über dein Wort nachzudenken, zu diskutieren, es leise zu lesen, laut auszusprechen, aus vollster Kehle zu singen. Uns ist vollkommen klar, dass Macht und Selbstsucht bedeutungslos sind. Dein Wort, Gott, ist der sichere Urgrund für unser Gewissen und fehlerfreier Routenplaner für unseren Lebensweg. Danke, denn wir leben nicht wie Gestrüpp in dürrer Wüste, sondern wie Bäume mit zuverlässiger, erfrischender Wasserversorgung. Danke für die Freude, immer wieder Schatten spenden zu dürfen und unsere Früchte als Nahrung zu verschenken. Wegen dir finden wir für alle Probleme und Aufgaben eine Lösung. Egal, was wir anpacken, irgendwas klappt. 24/7 sind wir von dir behütet. Und danke Gott, dass du unsere Mitgliedschaft in deiner Murmelgemeinschaft niemals aufkündigen wirst. Amen. Die Laienuni Theologie wünscht Ihnen einen guten Sitzungstag heute. Gott segne euch. Gott segne eure Gespräche und Beratungen. Habt Freude an seinen Weisungen und Erkenntnis durch sein Wort. Gott behüte euch. Habt keine Angst vor Verwirrung oder Gegenwind. Gott erhelle euch im Rat der Gottsuchenden. Gott schenke euch Gelassenheit, wie stabile Bäume gepflanzt an Wasserbächen. Amen. So segne euch Gott.